Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Buchvorstellung, denn es wird mehr eine Buchvorstellung als eine Rezension hier werden. Denn es handelt sich hier um ein Kochbuch und zwar um Superfoods einfach und regional von Andrea Fijala. Ich hoffe, man spricht deinen Namen so aus, liebe Andrea. Ich habe mir mit dem Apostroph etwas schwer getan und wenn ich es doch verkehrt gesagt habe, dann entschuldige ich mich hier vielmals bei dir und ich hoffe, du nimmst mir das natürlich nicht krumm. Ja, dieses wunderschöne Buch habe ich bei einer Leserunde bei Lovely Books gewonnen und da für mich das Thema gesünder ernähren, Ernährungsumstellung und ein paar Kilos verlieren mit Sport zusammenhängt und das gerade bei mir eben sehr, sehr präsent ist, hat mich dieses Buch definitiv sowas von angesprochen und ich wurde nicht enttäuscht. Als es ankam, war das erstmal so ein Wow-Effekt. Was ist das für ein tolles Kochbuch, ja? Also, hier steht zwar vegan, vegetarisch, Entschuldigung, hier steht vegetarisch drauf. Man kann aber trotz allem diese ganzen Gerichte auch mit Fleisch kombinieren. Das schreibt sie auch vorne im Anhang. Nur wollte sie auf die vegetarische Schiene gehen, wegen dem regionalen eben. Und dass man manche Fleischkäufe nicht vielleicht immer unterstützen sollte. Man sollte halt hinterfragen, woher das Fleisch kommt und zu seinem Metzger deines Vertrauens gehen. Weil die können dir immer sagen, wo das Fleisch herkommt und unter welchen Bedingungen es produziert wurde, mehr oder weniger. Ja, nein. Ich unterstütze natürlich auch nicht wirklich Leute, Produkte, wo wirklich Tiere extrem drunter leiden mussten oder sowas, da bin ich auch kein Fan von. Allerdings muss ich zugeben, ich bin Fleischfresser und das sehr gerne, also ich esse gerne mein Fleisch, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt haben. Ich kann auch ganz gut ohne, aber ich brauche es halt eben zwischendrin mal doch ganz gerne. Ja, ganz ohne kann ich nicht. Ja, dieses tolle Buch ist nicht ganz günstig, es kostet 29,90 € und ist aus dem Löwenzahn. Allerdings muss ich sagen, so wie das Ganze aufgebaut ist, ich zeige euch jetzt da ein bisschen auch was noch von, ist der Preis es wert, definitiv. Es hat sehr viele Seiten, es sind, mal gucken, 340 bedruckte Seiten und 341, wenn man das leere Blatt da zum Schluss noch dazu nimmt. Und es sind doch einiges an Seiten zu lesen. Ich muss jetzt mal das irgendwie... Oh. Es hat auch hier ein schönes Lesebändchen, wenn man das sehen kann. Und die Aufmachung von diesem Buch ist einfach richtig toll und auch die Rezepte. Ich habe ja einiges nachgekocht. Ihr werdet hier auch im Laufe dieser Buchvorstellung ein paar Fotos sehen von dem Nachgekochten. Und ich werde bei euch auch... allgemein die Rezepte, die ich so nachgekocht habe, ein bisschen zeigen. Genau, also hier sieht das mal Ganze so ohne Schutzumschlag aus. Das ist schön grün und das ist aber auch sehr stabil gehalten. Also da passiert nicht so schnell was mit diesem Buch. Und ja, ich werde euch jetzt mal ein bisschen was zeigen. Die Rezepte hier drinnen sind super einfach zu machen. Also es ist nicht viel Aufwand, manche vielleicht schon, aber nur so gewiss. Aber der Großteil lässt sich schnell bewerkstelligen und mit ein bisschen Vorbereitung kommt er damit wahrscheinlich echt super klar. Auch Leute, die nicht so gut im Kochen sind, aber es doch trotzdem echt gerne mal ausprobieren möchten. Das Ganze ist hier, so das ist das Vorderblatt. Die Rezepte sind hier in Frühlingsrezepte, Sommerrezepte, Herbst- und Winterrezepte aufgeteilt, weil immerhin ist es hier regional und saisonal gehalten. Und das finde ich ganz gut. Und in diesen jeweiligen Jahresabschnitten wird so zwischen Frühstück, Hauptspeise, Süßspeise und Snacks unterschieden. Da ist in jeder Rubrik etwas dabei. Hier haben wir zum Beispiel die Autorin. Sie macht einen netten Eindruck auf jeden Fall. Und sie hat auch die Leserunde selbst begleitet und war auch super nett und hat auch Fragen geantwortet und hat sich auch die einzelnen Sachen über die Rezepte oder über das Rezept, was man gerade ausprobiert hat, sich auch durchgelesen und auch jedem geantwortet und auch auf die Fotos geantwortet und das fand ich richtig, richtig toll. Allgemein in dieser Leserunde ging es richtig gut zu, also es wurde einfach so viel ausprobiert, jeder hat so seine Erfahrungen geschrieben und die Fotos wurden sich... konnte man mit posten, da konnte man sich auch einen Einblick machen, wie die anderen das alles hergerichtet haben oder wie die anderen damit zurechtgekommen sind und das fand ich richtig, richtig toll. Also in diesem Kochbuch, es wird nicht einfach alles nur so dahingeschmissen.
Das finde ich gut. Es wird viel erklärt, auch die Abkürzungen werden erklärt und was ist eigentlich Superfood. Und man muss nicht immer irgendwas von außerhalb sich kaufen, sondern kann auch regionale Sachen kaufen. Auch bei uns gibt es Superfood, wie Leinsamen zum Beispiel, die auch nur halb so teuer sind wie Chiasamen. Obwohl ich muss sagen, ich mache auch gerne was mit Chiasamen, aber das hat jetzt das Buch recht wenig damit zu tun. Wie gesagt, es ist Wissenswerte alles und das Gute ist, hier sind keine Kalorienangaben. Diese Rezepte sind ganz ohne Kalorienangaben, finde ich richtig, richtig gut. Denn mit dem Kalorienzeug und so weiter macht man sich mittlerweile so dermaßen verrückt. Ich eingeschlossen, ich habe mich damit auch total verrückt gemacht. Aber seitdem ich jetzt nicht mehr so krass drauf schaue, sondern einfach nur schaue, dass es gesünder ist und auch mir nicht die krass großen Portionen reinpfeffer, funktioniert es aber trotzdem auch mit dem Abnehmen ganz gut. Genau. Wir haben hier schon mal so tolle Illustrationen drinnen. Da wird über einheimische Beeren und Obstsorten gesprochen und was gut an ihnen ist. Also es wird überall was erklärt und das finde ich auch ganz, ganz cool. Und hier Gemüse. Und hier ist auch nochmal eine tolle Illustration, die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Also dieses Buch ist richtig toll aufgemacht und man kann hier einiges entdecken und man erfährt auch einiges um die ganzen Kräuter, Nüsse, Samen, allem drum und dran. Finde ich richtig, richtig klasse. Ja, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal, was ich so ausprobiert habe. Und ich hoffe, ich finde es jetzt auf Anhieb. Ich habe meine Merkzettel rein, aber einer ist wohl entflogen. Das finde ich jetzt nicht so nett. Aber der müsste eigentlich jetzt gleich kommen. Ich hab's gleich. Dum, 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 dum. Da ist er. Genau. Als allererstes habe ich diesen Karotten-Sauermilch-Smoothie ausprobiert. Ich habe allerdings statt diesen Sauermilch, diese Sauermilch habe ich eben Buttermilch genommen, weil ich keine Sauermilch gerade da hatte und Buttermilch war im Kühlschrank. Allerdings muss ich sagen, ich nehme das nächste Mal weniger Sonnenblumenkerne, weil es doch etwas bitter war. Wie gesagt, zu jedem blende ich euch auch meine Fotos ein, die ich, wie es bei mir dann so ausgesehen hat. Dann habe ich hier diese Naanbrote wurden ausprobiert bei uns. Die waren auch super lecker, nur nicht mit Grünkohldip. Wir hatten einen Tomaten-Mozzarella-Salat eben dabei, weil Grünkohl hat mein ehrenwerter Schatz eben nicht gefunden oder vielmehr wollte es einfach nicht finden. Das gab es bei uns als Snacks. Und als Süßes habe ich was ganz Freakiges ausprobiert und ich halt wusste gar nicht, dass man das so machen kann. Und zwar Dinkelgrießschmarrn hier, den hier, habe ich ausprobiert. Und ich habe nur die Zwetschgen weglassen und einfach einen Apfelkompott gemacht. War super mega lecker und wow. Das Einzige, was nur war, dass mein Ofen etwas länger gebraucht hatte, eben als hier angegeben war, aber jeder Ofen ist eben anders. Nee, kein Ofen ist eben gleich und man muss sich immer ein bisschen selber gucken. Genau, das habe ich noch gemacht als Süßspeise und als Hauptgericht gab es bei mir mit dem letzten Kürbis dieser Saison, der noch übrig war, ein marinierte Kürbisspalten, zweierlei vom Kürbis, marinierte Kürbisspalten aus dem Ofen und knusprige Kürbisrösti auf Wintersalat. War richtig, richtig mega lecker, ich sag's euch. Ich fand auch dieses Joghurtdressing mit der Zitrone, fand ich irgendwie mega lecker. Hat mir richtig gut gefallen. Und wir haben hier hinten auch ein Register. Das ist ein ganz normaler Register. Man kann aber auch nach den einzelnen Zutaten suchen. Zum Beispiel, man hat jetzt Grünkohl. Nur ein Beispiel, weil mir jetzt gerade einfällt. Dann wird dir auch gezeigt, was du mit Grünkohl alles machen kannst für Rezepte, die hier drin sind. Und es geht auch hier viel auf diese Sorten, auf die Getreidesorten ein. Zum Beispiel auch hier wird sehr viel angesprochen, dass man halt mal ein bisschen auch einheimische Getreide nimmt oder Dinkel eben. Und allerdings sind hier auch glutenfreie Rezepte angesetzt in dem Register. Moment, ich schaue nochmal kurz, dass ich euch jetzt... Ja, genau. Glutenfrei, Frühstück und Low-Calorie gibt es natürlich auch. Es sind zwar keine Kalorienangaben dabei, aber es wird aufgezeigt, welche nicht so hoch kalorienhaltig sind. Rein pflanzliche Rezepte, vegan. Also hinten ist ein tolles Register, wo man nach allem Möglichen suchen kann eben, um Rezepte zu finden. Wie gesagt, ich habe mir richtig einfach getan mit den ganzen Rezepten.
Mein Schatz hat die Nahenroute gemacht und ist damit auch super gefahren. Also er ist damit sehr gut klargekommen. Und ja, allgemein war es alles richtig lecker. Und ich habe dann auch noch so noch ein bisschen was anderes ausprobiert. Also ich probiere eigentlich andauernd in diesem Buch was aus, weil das einfach mega lecker ist und das tut dem Bauch ganz gut. Und allgemein, man fühlt sich danach nicht so krass vollgefressen, sondern es ist einfach immer alles ein bisschen leichter. Und deswegen gefällt mir dieses Buch ganz gut. Ich empfehle jedem dieses Buch. Ja, ich habe jetzt wieder einen Schutzumschlag dran gemacht, wenn man es dann einfach schöner ausschaut. Ich empfehle jedem dieses Buch, der sich selbst für dieses Thema auch sehr interessiert, der auch mal neugierig auf die einheimischen Superfoods ist, der auch mal neugierig auf was Neues ist, der einfach nur Rezepte gerne ausprobiert. Schaut euch dieses Buch genauer mal an. Ich denke, dass das für einen oder anderen von euch auf jeden Fall was sein könnte. Und ich bin hin und weg von dem Buch. Ich liebe es. Es ist gerade mein Nummer 1 Kochbuch in der einheimischen, also bei mir in der Küche. In der einheimischen Küche. Ich liebe es und ich probiere ständig jede Woche was Neues aus und, oh, und es ist einfach und schnell zu machen und ach, ich bin einfach nur begeistert. Ja, ihr Lieben, das war mal ein bisschen was anderes. Ich lege das mal kurz weg, weil es wird langsam echt schwer. Ja, hat es euch gefallen? Schreibt mir doch, wie eure Erfahrungen mit solchen Rezepten sind oder allgemein auch gerne, wenn ihr über das Thema Ernährungsumstellung reden wollt oder Fragen an mich habt, dann schreibt mir das, wie gesagt, alles unten rein. Ich beantworte sie sehr gerne und ich wünsche euch, ihr Lieben, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das sehen möchtet und bis zum nächsten Mal. Tschüss!